Einen wunderschönen guten Vormittag wünsche ich wieder und herzlich willkommen in meiner Küche, aber nicht nur in meiner, denn wir sind heute auch wieder in der Küche von der Kathi in Passau. Ich grüße dich, Kathi. Guten Morgen, wie geht's dir? Guten Morgen. Mir geht's Corona-entspannt gut. Also mir geht's mit Corona gut. Ja, Nein, genau. das ist schon in Ordnung. Es ist für alle belastend und von daher. Ja, Aber ich eben. kann eigentlich nicht. Es ist so ein Jammern auf hohem Niveau. Uns geht's gut. Wir packen die Situation auch ganz gut. Wir sind einfach genervt, wir alle. Ja, sind wir nicht, ne? Müssen wir ja auch im Moment. Es dürfte jetzt langsam mal wieder aufhören und dann. Genau. Wir wollen uns heute unterhalten zum Thema Alltagsvokabeln. Sag doch mal, was das ist. Alltagsvokabeln sind so Klassiker. Mein Hund steht in der Tür und ich möchte gerne, dass der reinkommt. Und ich drehe meinen Oberkörper und sage, komm mal rein, der Hund geht rein. Ich drehe mich zur Tür, um die zuzumachen. Der Hund läuft wieder raus und sagt, juhu, wir gehen raus. Da sind Alltagsvokabeln total super, weil wenn der nämlich gelernt hat, komm mal rein, heißt geh nach drinnen, dann hat der nicht die Erwartung, wenn ich mich zur Türe drehe, dass er wieder rausdüst. Alltagsvokabeln sind für mich alle Dinge, die ich nicht gesondert trainiere, sondern die ich schlicht und ergreifend benenne. Das sind also Sachen, und uns netten Hundeleuten wird immer nachgesagt, wir würden die Hunde so totlatschern. Beziehungsweise ganz viele Leute machen das, die netten Hundeleute eigentlich gar nicht, sondern die unbedarften Hundeleute. Und Alltagsvokabeln sind die Möglichkeit, den Hund zuzulatschern mit System und Sinn. Und es geht also immer da, es geht wirklich darum, dass euer Hund Vokabeln lernt, mit denen er was anzufangen weiß. Es ist deswegen eben wo Alltagsvokabeln. Es ist wirklich einfach nur, er lernt unsere Sprache, der Hund. Ja, das heißt, es geht also um immer wiederkehrende Situationen, die ich halt so im Alltag habe, wo ich das Ganze dann halt so einfach, wenn ich etwas mache, etwas dazu sage. Ne? Genau. Sodass der Hund checkt, okay, was kommt jetzt als nächstes? Also da geht es jetzt Genau. tatsächlich nicht dann darum, dass dem Hund so ein Hier oder Leinführigkeit oder sowas, Nein, nein, sondern es geht tatsächlich darum, um Alltagssituationen, die immer wiederkehren und wo ich dem Hund ein paar Infos darüber gebe, dass jetzt diese Situation kommt und dass wir jetzt dieses oder jenes machen. Genau, es geht um Ankündigungen. Wenn ich meinem Hund was ankündige, weiß er, was damit anzufangen und kann sich darauf einstellen. Das ist also deutlich netter, als wenn ich es einfach nur mache. Klassisches Beispiel ist, man sieht eine Zecke auf dem Hund rumkrabbeln. Der Mensch ruft seinen Hund zu sich, der Hund kommt und sagt, ja bitte, was können wir miteinander machen? Und der Mensch schießt nach vorne und zieht hier im Gesicht irgendwo was aus dem Fell raus. Und der Hund streckt noch die Nase hin, dann wird der Kopf weggedreht, weil halt doch mal still, ich muss doch dahin. Und der Hund sagt, wieso eigentlich, wenn ich komme, kriege ich doch immer einen Keks, was ist denn hier los? Oder beim Anleinen, das ist auch so ein Klassiker. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, solche Dinge zu benennen.